Hygiene ist so alt wie unsere Zivilisation. Doch jede Epoche hat eigene Gesundheitsnormen. Irrtümer und Aberglaube prägen die Geschichte der Hygiene. Mit drastischen Folgen. Zu allen Zeiten bestimmt sie unser Handeln, ist Gebot und Statussymbol. Und Hygiene war und ist immer auch eine Frage von Macht und Kontrolle. Es sind Meilensteine der Hygiene, die Millionen Menschenleben gerettet haben und bis heute retten. Paris ist im Jahr 1780 die größte Stadt auf dem Kontinent. Mehr als eine halbe Million Menschen leben hier. Garde à l'eau, Achtung Wasser! Aber nicht vor Wasser wird gewarnt, sondern vor dem Inhalt des Nachttopfes. Schlacht- und Marktabfälle werden den Haustieren vorgeworfen. Es ist das Paradies für Krankheitskeime und tödliche Epidemien. In Europa gab es schon einmal bessere hygienische Verhältnisse. Doch das ist 2000 Jahre her. Wie so vieles in der europäischen Zivilisation, auch die Hygiene kommt aus Griechenland. Hygiene bedeutet der Gesundheit dienende Kunst. Duftende Öle und Salben gehören genauso zur täglichen Körperpflege der Hellenen wie heiße Bäder, Massagen und Sport. Und die der Gesundheit dienende Kunst schätzen insbesondere die Eroberer Griechenlands, die Römer. Sie bauen Pro Salute Omnium, zum Wohle aller, wahre Wellnesspaläste. Zentralheizungen wärmen das Wasser und sogar den Fußboden. Die Thermen stehen allen Römern offen, ob reich oder arm. Körperreinigung ist ein festes Ritual im Tagesablauf. Sanus per aquam, heute kurz Spa genannt, gesund durch Wasser. Der Verbrauch der Römer ist gigantisch. Heute sind es pro Kopf etwa 123 Liter. Damals waren es 450 Liter Wasser täglich. 11 Fernwasserleitungen versorgen die Millionenstadt Rom mit Fluss- und Quellwasser aus den umliegenden Bergen. Viele Wasserleitungen verlaufen unterirdisch, sodass im Sommer das Wasser kühl und im Winter frostfrei bleibt. Manche Aquädukte wie die Aqua Virgo versorgen Rom noch heute, auch den weltberühmten Trevi-Brunnen. Nicht alle Wasserleitungen führen Trinkwasser. Brauchwasser wird für die zahlreichen öffentlichen Latrinen benötigt. Stille Örtchen sind die Latrinen nicht. Vielmehr lebhafte Treffpunkte, ein Ort für den neuesten Klatsch und Tratsch. Aber man verhandelt auch Geschäftliches. Auf dem Locus ein Geschäft machen, so heißt es daher noch bis heute. Zum Abwischen wird ein Xylospongium benutzt, ein Schwamm auf einem Holzstock, der einfach an den nächsten weitergereicht wird. Man hat so eine Art Basisversorgung, die wir auch hygienisch nennen können, hat man gehabt. Das heißt aber nicht, dass man einen vergleichbaren gesundheitlichen Standard hat wie in der Moderne. Das ist ganz ausgeschlossen. Ja, man weiß ja auch aus vielen anderen Quellen, aus schriftlichen Quellen, dass in der römischen Zeit viele Krankheiten vorkamen, die wir rückschauend mit einiger Vorsicht, aber doch allgemein als Infektionskrankheiten bezeichnen können. Also auch Krankheiten, die durch allgemein gesprochen Unsauberkeit übertragen werden. Also man darf sich das nicht zu hygienisch vorstellen. Der römische Universalgelehrte Marcus Terentius Varro ahnt, lange bevor Bakterien oder Viren unter dem Mikroskop entdeckt werden: Es gibt Tiere, die so klein sind, dass die Augen sie nicht sehen können und die durch die Luft, durch Mund und Nase in den Körper gelangen und verschiedene Krankheiten verursachen.
Immerhin, eine der großen antiken Errungenschaften sind die Abwasserkanäle Roms. Die Cloaca Maxima ist der älteste und größte Kanal. Schon um 600 vor Christus gebaut, ist er bis heute noch im Gebrauch. Ein Prototyp, denn in allen Städten des römischen Weltreiches gibt es Frischwasserleitungen und Abwasserkanäle wie in Rom. Man kann ohne Übertreibung sagen, hier war ein zivilisatorischer Standard erreicht in der Antike, der bis in die Spätantike auch aufrechterhalten wurde, den man in den folgenden Jahrhunderten nicht halten konnte. Und warum? Weil die materielle Kultur zerstört wurde durch die sogenannte Völkerwanderung und die daraus folgenden auch politischen und militärischen Wirren. Nicht? Da ist etwas verloren gegangen. Hübsche Marktplätze, schmucke Giebelhäuser und fotogene Gassen. Heute sind mittelalterliche Altstädte überlaufene Touristenattraktionen. Aber wie war das Leben dort damals? Stadtluft macht frei, heißt es zwar, doch gerade sie macht krank. Denn in den Städten des Mittelalters ist es eng, übervölkert und verdreckt. Der Spruch, seinen Dreck vor der eigenen Tür kehren, stammt aus dieser Frühzeit der mittelalterlichen Stadt. Das Nutzvieh lebt mit im Haus und läuft tagsüber frei rum. Es ist das Zeitalter der vielen Abfall- und Misthaufen. Als Toilette diente das Plumpsklo, meist außerhalb des Hauses über einer Senkgrube gelegen. Das Heimlichgemach ist Abort und Müllschlucker in einem. Ob Fäkalien, Küchen- oder Gewerbeabfälle, alles landete in der Latrine. Ehe es überlief, musste der Abtrittsräumer ran. In Nürnberg Pappenheimer genannt, in Frankfurt Scheißhausfeger. Die Unlust der Städter fuhren sie aufs Land. Zur Freude der Bauern. Es war willkommener Turbodünger auf ihren Feldern. Erst im späten Mittelalter haben vornehme Häuser komfortable Abtrittserker. Aber auch dort landeten die kleinen und großen Geschäfte im E-Graben, offenen Kloaken zwischen den Häusern. Die Grundwasserbrunnen waren daher oft durch Fäkalien und Abfälle stark verunreinigt, gleichsam vergiftet. Statt des verseuchten Wassers trank man eh lieber Bier oder Wein. Es sicherte schlicht das Überleben. Auch wenn es vor der Haustüre nicht besonders sauber zugeht, die Körperpflege hat einen hohen Stellenwert im Mittelalter. Ein schmutziges Äußeres gilt nicht nur als unhöflich. Es gibt die antike Diätetik, die Lehre von der gesunden Lebensführung. Weit verbreitet sind lateinische Gesundheitsratgeber. Einfache Verse lehren Hygiene. Es geht um die richtige Ernährung und um Körperpflege. Denn ein hübsches und gesundes Äußeres hilft schon damals, eine gute Partie zu machen. Eine hohe Stirn gilt als schick. Auch die Augenbrauen werden in Form gezupft. Die Zähne werden mit Leinensäckchen abgerieben, gefüllt mit Pulver aus Marmor, Wurzeln und gebranntem Hirschhorn. Spülungen mit Wein- und Wurzelextrakten machen den Atem wohlriechend und wirken ganz nebenbei auch antibakteriell. Ab dem 12. Jahrhundert erfreuen sich besonders die Badestuben großer Beliebtheit. Nicht selten dient das Baden allerdings einem anderen Zweck. Alle, die Liebe machen wollen, die heiraten wollen oder sich anderem Vergnügen hingeben, sie alle kommen hierher, wo sie finden, was sie suchen. Die Folgen sind oft weniger amüsant. Ab dem 15. Jahrhundert verbreitet sich rasant die Lustseuche Syphilis, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen wird und meist tödlich endet. Städte sind oft Hotspots von Infektionskrankheiten wie Typhus, Pocken und Fleckfieber. Die größte Furcht aber gilt dem Aussatz, heute besser bekannt als Lepra. Mit dem Mykobakterium Lepra-Infizierte sind äußerlich entstellt. Die Krankheit gilt als Strafe Gottes. Aussätzige werden aus der Gemeinschaft ausgestoßen.
Die Sterblichkeit in der Stadt, modern ausgedrückt, war immer recht hoch, verglichen mit der auf dem Land, im Mittelalter. Also das war auch den Zeitgenossen bekannt, die Stadt verbraucht Menschenleben. Die verheerendste Seuche des Mittelalters aber ist die Pest. Ab 1347 breitet sich der Schwarze Tod in ganz Europa aus. Innerhalb von nur 5 Jahren fallen mehr als 20 Millionen Menschen, ein Drittel der Bevölkerung, dem Bakterium Yersinia pestis zum Opfer. Noch weiß man nicht, dass Rattenflöhe das tödliche Bakterium auf die Menschen übertragen. Ärzte folgen noch immer der antiken Lehre, dass faulige Lüfte, die Miasmata, den Körper krank machen und verordnen Aderlass und Räucherkuren mit Harz oder Schwefel. Es stinkt wie die Pest. Die Redewendung hat sich bis in unsere Zeit gehalten. Man hat immer wieder eines als Ziel sich gesetzt, die Infizierten zu absondern, zu sequestrieren, in ein bestimmtes Lager zu bringen und die Gesellschaft, der Gesunden, möglichst von den Kranken fernzuhalten. Und das war im Prinzip auch richtig. Das ist sogar heute noch richtig. Der Schwarze Tod schlägt auch in der reichen Handelsstadt Venedig zu, dem Tor zum Orient, an dem Reisende aus aller Welt zusammentreffen. Mit revolutionären Maßnahmen reagiert die Stadt auf die Pestwelle, ohne sich ganz abzuriegeln. Der Doge verhängt 1347 eine Hafensperre für pestverdächtige Schiffe, die aus dem Orient kommen. Ab 1423 werden bereits Erkrankte auf eine Isola, eine Insel, gebracht. Daher stammt unser Begriff Isolation. Die kleine Insel Santa Maria di Nazareto in der Nähe des Lido wird zur Pestinsel, zum Lazaretto Vecchio. Trotz medizinischer Versorgung ist es für die meisten die letzte Station ihrer Reise. Diese Pestinsel war in der Tat eine Insel des Schreckens. Es gibt so ein Dante-Zitat, also lasst jede Hoffnung ihr, die ihr eintretet. Und das galt für diese Pestinsel. Kaum jemand hat das überlebt. Es gab allerdings Menschen, die das überlebt haben. Und die waren dann immun. Ab 1468 müssen alle, die einreisen wollen, direkt, auch ohne Symptome, in Isolation. 40 Tage lang, 40 giorni, müssen sie in Quarantäne auf der Insel Lazaretto Nuovo ausharren. Erst wer symptomfrei ist, darf Venedig betreten. Venedig war eine so wichtige Handelsstadt, dass man natürlich furchtbare Angst hatte, dass die Wirtschaft einen Einbruch erleiden könnte. Auch das ist natürlich heute ein Punkt, immer ein Punkt gewesen in solchen Zeiten, der für die Regierenden ganz zentral war, an den vielleicht der Einzelne, die Einzelne weniger gedacht haben. Und deshalb hat man dann eben diese Quarantänen eingeführt und ganz strenge Kontrollmaßnahmen. Die verheerende Pestwelle des 14. Jahrhunderts setzt eine Zäsur im Umgang mit Seuchen. Neue Strategien wie Quarantäne und Isolation sind bis heute Meilensteine der Hygiene. Doch nicht alle neuen Ideen erweisen sich als sinnvoll. Im Zeitalter des Barock beginnt eine der skurrilsten Epochen der Hygiene. Es ist das größte, prunkvollste und bekannteste aller Barockschlösser Europas. Schloss Versailles. Die Residenz des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Ist im 17. Jahrhundert Ausdruck der Leistungsfähigkeit Frankreichs und ein Symbol seiner Größe und Stärke. Aber Wasser wird nicht für Hygiene, es wird nur für fantastische Wasserspiele genutzt. Außen hui, doch innen pfui. Reinlichkeit zählt im Barock nicht so. Mit der Königsfamilie leben 4000 Menschen im Schloss. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, denn es steht für alle offen. Auch das gewöhnliche Volk streift durch die Gänge des Palastes.
Hinter den Türen, jenseits der Luxusausstattung, offenbart sich eine andere Welt. Der verarmte Adel und seine Diener leben auf den oberen Etagen in oft bescheidenen Verhältnissen. Waschgelegenheiten gibt es so wenig wie Privatsphäre. Dienstleute müssen sich karge Zimmer teilen. Nur den Nobelsten der Noblen stehen Chaises percées zu. Leibstühle, die regelmäßig von Dienern entleert werden müssen. Der Inhalt wird nicht selten aus dem Fenster gekippt. Wem kein Leibstuhl zusteht, muss sich in dunklen Nischen oder hinter Vorhängen erleichtern. Man weiß, dass Leute, die von außerhalb kamen, sich in Korridoren erleichterten. Es gab zwar öffentliche Toiletten in Versailles, aber nicht genug für die Menge, die sich dort drängte. Es waren ja nicht die Bewohner, die in das Schloss urinierten, es waren Leute, die von außerhalb kamen. Den Mangel an Leibstühlen und Diskretion in königlichen Schlössern verurteilt Lieselotte von der Pfalz, immerhin Schwägerin Ludwig des 14. in unverblümten Schilderungen. Sie sind in der glücklichen Lage, scheißen gehen zu können, wann Sie wollen. Hier bin ich verpflichtet, meinen Kackhaufen bis zum Abend aufzuheben. Es gibt nämlich keinen Leibstuhl. Ich habe das Pech, hinausgehen zu müssen, wenn ich scheißen will. Sie muss es wie Eva machen, zu Anbeginn der Menschheit. Erst unter Ludwig dem 15. entspannt sich die Notlage in Versailles. Er lässt sogar ein englisches Klo einbauen, mit Wasserspülung. Im Barock bezeichnet Toilette eigentlich nur ein kleines Stück Stoff, das Toile. Schmink- und Frisiertische werden damit abgedeckt. Mit Tüchern wird aber auch der Körper gereinigt, aber trocken. Denn man folgt der wissenschaftlichen Lehre, die besagt, dass die Hautporen durchlässig seien für allerlei Krankheit. Wasser gilt sogar als gefährlich. Ein Bad kommt schon gar nicht in Frage. Das Hygienemotto heißt nicht porentief rein, sondern porentief dreckig. Puder soll die Poren abdichten, damit keine Krankheit eindringen kann. Der Vorteil, Puder riecht gut und überdeckt unangenehme Körpergerüche. Die Menschen hatten durchaus das Bedürfnis nach Sauberkeit, aber es ist eine andere Sauberkeit. Es ist die Sauberkeit der Kleidung nach außen. Der Mann von Stand trägt natürlich weiße Leinenwäsche, die oft teurer ist als manches Möbelstück. Sie wird mehrmals am Tag gewechselt und bedeutet das Gleiche wie sich zu waschen. Weißes Leinen wird zu einem Statussymbol der Aristokratie und entsprechend vorgezeigt. Auch die Haare werden nicht gewaschen, sie werden mit schweren Perücken abgedeckt und ebenfalls gepudert. Für Parasiten wie Läuse und Flöhe ist es das Paradies. Erst die Ideen der Aufklärung setzen einen Schlussstrich unter die Wasserphobie und den Aberglauben der Barockzeit. Der Staat erkennt, die Gesundheit der Bürger ist systemrelevant. Man braucht gesunde Leute, die die Felder bewirtschaften. Man braucht gesunde Leute, um den Handel florieren zu lassen. Und man braucht gesunde Menschen, um die Armee aufzufüllen mit Soldaten. Das heißt, es sind ganz materielle Interessen. Aufklärung heißt für den aufgeklärten Herrscher des 18. Jahrhunderts, dass er sich aktiv für die Gesundheit seiner Staatsbürger einsetzt, und zwar von der Wiege bis zur Bahre. Ein Regelkatalog des Staates, die medizinische Polizei, soll den richtigen Weg zur Hygiene weisen. Eine wichtige Erkenntnis der Zeit? Der hygienische Nutzen des Wassers. Es darf nun wieder an die Haut, aber fließen soll es und kalt sein. 1761 entsteht auf der Seine die erste Flussbadeanstalt Europas. Zwei miteinander verbundene Hausboote mit mehreren Badekabinen. Eine Idee, die sich europaweit verbreitet.
In England gibt es die ersten Badekarren für Frauen. Sie werden mit Pferden ins Meer gezogen. Baden etabliert sich als Volksvergnügen. Um 1900 verändert die Industrialisierung das Leben der Menschen nachhaltig. Die Städte wachsen rasant. Enge Mietskasernen entstehen. Fabriken verpesten die Atemluft. Verunreinigtes Trinkwasser führt zur nächsten tödlichen Seuche. Eine bisher unbekannte Krankheit, die Cholera asiatique, breitet sich Anfang des 19. Jahrhunderts von Indien über ganz Europa aus. Das Bakterium Vibrio cholerae verursacht Brechdurchfall und heftige Bauchschmerzen. Wer sich infiziert, kann innerhalb von Stunden durch massiven Wasserverlust sterben. Paris ist Mitte des 19. Jahrhunderts eine Millionenstadt, eng und voller Unrat. Die Cholera fordert 1832 tausende Opfer. Heinrich Heine ist Augenzeuge. Bei dem großen Elende, das hier herrscht, bei der kolossalen Unsauberkeit, die nicht bloß bei den ärmeren Klassen zu finden ist, musste die Cholera hier rascher und furchtbarer als anderswo um sich greifen. Es war eine Schreckenszeit. Vom Volk 1852 zum Kaiser gewählt, will Napoleon III. Sein Paris zu einer prunkvollen imperialen Hauptstadt machen. Und sie soll nach seinen Plänen eine moderne und hygienische Metropole werden. Die Ausführung überträgt er dem Präfekten Baron Haussmann. Haussmann ist konservativ. Er sieht das einfache Volk eher am Stadtrand und die reichen Bürger im Zentrum. 20.000 Häuser, ganze Viertel, lässt er abreißen. Doppelt so viele Häuser entstehen im klassischen Look, gleichförmig und champagnerfarben. Wie Schneisen in den Wald geschlagen, wachsen breite Boulevards, Licht, Luft und Grün kommt in die Stadt. Die Industrie wird in die Peripherie verbannt. Moderne Markthallen und eine neue Oper werden gebaut. Der Umbau von Paris ist wegweisend für andere europäische Metropolen. Vespasien, öffentliche Pissoirs, ausschließlich für Männer, werden überall in der Stadt installiert. Damit soll den Wildpinklern Einhalt geboten werden. Der Architekt Eugène Belgrand baut zusammen mit den Straßen Abwasserkanäle und Leitungen für Frisch- und Brauchwasser. Paris wird zur Blaupause der modernen hygienischen Stadt. Heute hat Paris ein weltweit einmaliges Kanalnetz von 2600 Kilometern Länge. So weit wie von Paris nach Moskau. Durch die Stadt, unter den Straßen, rauschen täglich 6 Milliarden Liter Abwasser. Zur besseren Orientierung haben die begehbaren Galerien unten dieselben Straßennamen und Hausnummern wie oben. Einzigartig in Europa sind die 7 Tonnen schweren Ventilboote. Sie dienen der Reinigung der großen Sammelkanäle. Sie spülen Ablagerungen in große Sammelbecken. Es ist Knochenarbeit bei hoher Luftfeuchtigkeit und giftigen Gasen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Cholera-Herausforderung, als die man sie bezeichnen kann, in den westeuropäischen Städten dazu geführt hat, dass man, was die Gesundheitsverwaltung angeht, sich sehr stark weiterentwickelt hat. Also die Obrigkeiten sind aufmerksam geworden und haben auch die Aufgabe erkannt, also die Verpflichtung des Staates, solche Ausbrüche zu verhindern. Weil man, das muss man natürlich auch sehen, so ein Seuchenausbruch gefährdet immer die Herrschaft. Die Welt der Krankheitserreger, der Keime, ist in der Medizin Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht entschlüsselt. Es gibt zwar verschiedene Theorien, doch die Ansteckungswege geben viele Rätsel auf. Warum sterben im Wiener Allgemeinen Krankenhaus ausgerechnet in der Geburtsabteilung der Ärzte dreimal mehr Frauen am Kindbettfieber als in der Hebammenabteilung?
Für den jungen Assistenzarzt Ignaz Semmelweis ist der Tod der Mütter kein Zufall. Er weist mit einer Studie nach, es sind die Ärzte selbst, die die Frauen infizieren. Denn keiner wäscht sich nach Untersuchungen die Hände, auch nicht nach einer Leichenschau. Er behauptet, dass Gift an den Händen der Ärzte haftet. Mit seiner neuen Methode, die Hände mit Chlorkalk zu waschen, nimmt die Sterberate rapide ab. Doch seine Theorie stößt auf heftige Gegenwehr. Er hat das ja geschaffen, dieses neue System der Händedesinfektion. Er hat aber eine veraltete Theorie gehabt, nämlich diese Gifttheorie. Also er war auf seine Weise auch befangen in einem Warnsystem. Er hat nämlich gesagt, alle, die jetzt meiner Theorie nicht zustimmen, sind Verbrecher und Mörder. Man hat gemerkt in der beginnenden Bakteriologie, dass er recht hat, dass man da Keime beseitigt. Aber seine Theorie, sagte er, neutralisiert ein Gift. Und hat man gewusst, das ist Unsinn. Aber seine Maßnahme hat man sehr wohl geschätzt. Heute sind Hygienemaßnahmen in jeder Klinik allgegenwärtig. Aber gerade hier, wo viele kranke Menschen behandelt werden, treten Bakterien auf, die nicht mehr auf Medikamente reagieren. Keime wie das goldene Bakterium, Staphylococcus aureus, kurz MRSA. Es hat Resistenzen ausgebildet und macht die meisten Antibiotika unwirksam. Deshalb werden Patienten heute in Kliniken als erstes auf resistente Keime untersucht. Auch die Behandlung mit zielgenauen Antibiotika kann das Risiko minimieren. Wir haben hierzu spezielle Teams. Unser infektiologischer Konsiliarservice kümmert sich um alle Patienten mit schweren Infektionskrankheiten in allen Abteilungen unseres Klinikums. Und damit haben wir schon auch gewährleistet, dass eine optimale Antibiotikatherapie bei vielen Patienten durchgeführt werden kann. Durch falschen Einsatz von Antibiotika, nicht nur bei Menschen, vor allem in der Nutztierhaltung, bilden immer mehr Keime multiple Resistenzen aus. Deshalb sind die Entwicklung von passgenauen Antibiotika und konsequente Hygienemaßnahmen dringend notwendig. Gute Krankenhaushygiene ist davon abhängig, dass ausreichend Pflegepersonal für die Patienten zur Verfügung gestellt werden kann. Denn wenig Pflegepersonal heißt auch wenig Gelegenheit für Händedesinfektion. Und das öffnet sozusagen der Übertragung resistenter Erreger Tor und Tür. Und das ist ein entscheidender Faktor. Antibiotikaresistenzen sind im 21. Jahrhundert zu einer lebensbedrohenden Gefahr geworden. Im Juli 1854 wird auch München von der Cholera heimgesucht. Wegen der ersten Industrieausstellung kommen tausende Besucher aus dem In- und Ausland in die Stadt. Eigentlich ist eine Messe der Superlative geplant. Doch es kommt ganz anders. Das erste Cholera-Opfer bricht im Münchner Hoftheater zusammen. Innerhalb weniger Wochen sterben 3000 Menschen. Der Chemiker Max von Pettenkofer wird von der bayerischen Staatsregierung beauftragt, die genauen Ursachen für den Ausbruch zu erforschen. Er geht als erstes in die Armenviertel. Es sieht zwar aus, als ob ein Pesthauch über die Stadt gefahren sei, von dessen Gift die Menschen nun in allen Vierteln der Stadt sterben. Ganz anders aber erschien das Bild, wenn man den Verlauf der Epidemie nach einzelnen Straßen und Quartieren gliedert. Seine wissenschaftliche Erkenntnis: Vor der Cholera sind nicht alle gleich. Es trifft vor allem die Armen, die in überbevölkerten, unhygienischen Vierteln wohnen. Und er hat auch eine Ahnung, woran das liegen könnte. Pettenkofer hat erkannt, dass die Ausbreitung der Cholera in einer Stadt mit der Wasserversorgung und Entsorgung direkt zusammenhängt. Das konnte er auch statistisch zeigen. Er hat also auch naturwissenschaftlich akribisch gearbeitet. Er hatte dann eine etwas aus heutiger Sicht, übrigens auch aus damaliger Sicht, auch schon merkwürdig anmutende Bodentheorie. Es ist eine Anknüpfung an die alte Miasma-Theorie der Antike. Also er hat strikt abgelehnt, von einem Erreger der Cholera zu sprechen. Man sieht daran übrigens, man kann auch mit einer falschen Theorie sehr viel Gutes erreichen. Pettenkofer wird 1865 erster deutscher Professor für Hygiene in München. Er ist es, der die Hygiene in den Rang einer Wissenschaft hebt. Er weist nach, dass schlechte soziale Verhältnisse Epidemien begünstigen.
Und er sorgt dafür, dass die Stadt durch den Bau einer Kanalisation und Trinkwasserversorgung zu einer der saubersten Städte Europas wird. Es sind schließlich der Berliner Mediziner Robert Koch und der französische Biochemiker Louis Pasteur, die wissenschaftlich nachweisen, dass Mikroben, also lebende Mikroorganismen, Ursache für epidemische Infektionen sind. Louis Pasteur kann mit Gärungsstudien die Theorie der Urzeugung widerlegen. Seine Erkenntnis Omne vivum e vivo, alles Lebende entsteht aus Lebendem, gilt als Geburtsstunde der Mikrobiologie. Und seine Entdeckung, flüssige Lebensmittel keimfrei zu machen, die Pasteurisierung, revolutioniert die Lebensmittelindustrie. Robert Koch erlangt Weltruhm, als er 1882 das Tuberkulose-Bakterium nachweisen kann. Und dass Cholera-Bakterien im Trinkwasser zu Epidemien führen, kann Koch in Indien nachweisen. Medizinisch behandelt werden können viele Infektionskrankheiten trotzdem noch nicht. Erst als Impfstoffe entwickelt sind. Die Pocken ist die erste Virusinfektion, die bereits im 18. Jahrhundert durch Immunisierung verhindert werden kann. Ursprünglich wurde ein Impfstoff aus der Kuhpockenlymphe gewonnen. Nach dem lateinischen Wort für Kuh, Vacca, heißen Impfstoffe seitdem Vakzine. Aktive und passive Schutzimpfungen sind ein Meilenstein im Kampf gegen tödliche Krankheiten wie Polio, Diphtherie oder Tetanus. So gelten die Pocken dank internationaler Impfkampagnen seit 1980 als ausgerottet. Im Deutschen Reich hat man 1874 eine Pockenschutzimpfung gesetzlich eingeführt. Das war übrigens die einzige Impfung, die in Deutschland je auch eine Pflichtimpfung war. Denn damit verknüpfen sich natürlich auch Verpflichtungen für den Staat. Er muss für die Impfschäden aufkommen, das hat der Staat doch gemacht. Also wir haben hier ein Problem, das dann in der weiteren Geschichte, auch in der Gegenwart eine Rolle spielt. Kann der Staat, soll der Staat gewisse Schutzmaßnahmen, also Impfungen, auch verpflichtend machen? Waren Städte bisher schon soziale und hygienische Brennpunkte? Im Übergang zum 20. Jahrhundert explodieren sie regelrecht. Neue Industrien entwickeln sich. Es entsteht das Proletariat. In den Arbeitervierteln müssen die Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Nicht selten wird das Bett schichtweise mehrfach belegt. Der Wert des Menschen definiert sich nun durch seine Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt und im Krieg. Der Erhalt der Volksgesundheit wird zum staatspolitischen Ziel. Denn nützlich ist nur der gesunde Untertan. Hygiene wird politisch. Hygieneempfehlungen verbreiten sich durch Ratgeber, Zeitschriften und Vereine. Die Medizin hat auf einmal den Rang einer Leitwissenschaft. Man spricht davon Deutungsmacht. Und alles, was der Staat dann im Kontext von Gesundheit, Gesundheitsfürsorge macht, macht er in direkter Beratung mit der Medizin. Dazu gehört die Erkenntnis, Krankheiten und Seuchen entstehen gerade dort, wo die Armut am größten ist. Das Bürgertum baut immer mehr auf hygienische Erziehung der Unterschichten. Die Angst vor Verwahrlosung der Gesellschaft durch Kriminalität und Alkoholmissbrauch lässt zahlreiche karitative Vereine entstehen. Vor allem reiche Bürger engagieren sich zunehmend in der Sozialhygiene. Einer, der die Zeichen der Zeit schnell erkennt, ist der Dresdner Industrielle Karl August Lingner. Der Verkauf seines desinfizierenden Mundwassers Odol hat ihn zu einem reichen Mann gemacht. Hygiene war ein Begriff, der nicht nur isoliert stand für eine Disziplin innerhalb der Medizin, sondern für einen zukunftsgewandten, wissenschaftsorientierten Lebensstil. Und das zu propagieren, das war die große Idee von Karl August Lingner. Im Mai 1911 eröffnet Lingner die erste internationale Hygieneausstellung in Dresden. Es ist eine Schau der Superlative, vergleichbar mit Weltausstellungen dieser Zeit, die gleichermaßen Fachpublikum und Bürger anzieht. Internationale Experten präsentieren alles zum Thema Hygiene.
Und zahlreiche hochkarätige Sportveranstaltungen begleiten das Mega-Ereignis. Populärster Anziehungspunkt ist die Halle, in der die Anatomie, der Bau und die Funktion des menschlichen Körpers wie ein Kunstwerk dargestellt werden. Wachsmodelle zeigen Krankheitssymptome, Muskulatur und innere Organe. Und unter dem Mikroskop sind sogar Bakterien zu sehen. Eine Sensation in dieser Zeit. Sie war eine Leistungsschau, nicht zuletzt. Und das Deutsche Kaiserreich konnte sich und seine Macht, seine Größe, seine Leistungsfähigkeit in dieser Ausstellung zeigen. Mit über 5 Millionen Besuchern ist die Hygieneausstellung auch ein großer finanzieller Erfolg, der den Grundstein für das 1930 erbaute Deutsche Hygienemuseum in Dresden legt. Auch heute steht hier der Mensch und sein Körper im Mittelpunkt, werden Alltagsfragen des modernen Lebens, aber auch große ethische Fragen behandelt. Zur hygienischen Erziehung um die Jahrhundertwende trägt auch die Volksbadbewegung bei. Unter dem Motto »Jedem Deutschen wöchentlich sein Bad« propagiert der Dermatologe Oskar Lassar die neue Badekultur. Große Volksbäder entstehen vor allem in Industriestädten mit zahlreicher Arbeiterschaft, wie in Berlin das Stadtbad Neukölln. Anfangs nur mit Badewannen ausgestattet, werden später große Schwimmbassins und Duschen üblich. Von einem geselligen Badevergnügen kann aber keine Rede sein. Es geht nicht um Wellness und Spaß. Mit den Volksbädern sollen die Unterschichten von schädlichen Einflüssen abgelenkt und zur Sauberkeit und Körperertüchtigung erzogen werden. Und schon in der Gründerzeit kommt noch eine hygienisch-soziale Errungenschaft hinzu. Das WC hält Einzug auch in Arbeiterhäuser. Nicht für jede Wohnung, aber immerhin auf halber Treppe, zwischen 2 Stockwerken, für all die vielen Bewohner. Da gibt es schon mal Warteschlangen. Hygienepapier ist noch bis in die 1950er Jahre ganz nachhaltig in deutschen Haushalten die Zeitung von gestern. Angefangen hat alles vor langer Zeit mit der bösen Hand, der Linken, mit der in sehr vielen Kulturen abgeputzt wurde. Deshalb begrüßt man sich mit rechts, mit dem guten Händchen. Bevor Papier ins Spiel kam, wurde der Allerwerteste mit allem Möglichen gesäubert, was gerade zur Hand war. Gras, Blätter, Heu oder Fell. Römer nahmen Schwammstöcke oder sogar Keramikscherben. Ritter, alte Lappen. Sie nannten es den Arschwisch. Chinas Kaiser probierte als erster 1391 Papier auf Reisbasis. Erstmals von der Rolle kam es in Europa 1888 aus den Eisenwerken Gaggenau, allerdings gegen gutes Geld. Heute gilt Toilettenpapier als so große hygienische Errungenschaft, dass es in Krisenzeiten gehortet wird. Das Klo, ob Gemeinschaftsklo auf der halben Treppe oder in der Wohnung, angeschlossen an die Kanalisation und an Klärwerke, ist eine der wichtigsten Meilensteine der Hygiene. Kurz vor Ende der Katastrophe des Ersten Weltkrieges kommt eine zweite Katastrophe hinzu. Ein aggressives Influenza-Virus löst eine Pandemie historischen Ausmaßes aus. Das Three Days Fever breitet sich durch Kriegstruppen von Amerika erst nach Europa, dann in die ganze Welt aus. Später wird sie die spanische Grippe genannt, da die spanische Presse als erstes darüber berichtet. Während die erste Grippewelle im Frühjahr 1918 noch moderat verläuft, fordert die zweite
und dritte Welle ab Herbst 1918, Woche für Woche, Monat für Monat Millionen Tote. Ein zeitgenössischer Spruch lautet: Morgens krank, abends tot. Quarantänemaßnahmen gegen die spanische Grippe hat man dann ergriffen, als der Erste Weltkrieg vorbei war. In der ersten Welle konnte man es sich nicht leisten, dann hätte man unter Umständen den Krieg verloren auf alliierter Seite. In der zweiten Welle, im Herbst, hat man in einzelnen amerikanischen Städten übrigens sehr verschiedene Quarantänemaßnahmen. In San Francisco, in Philadelphia, St. Louis und anderswo. Und es zeigte sich, dass etwa Quarantänemaßnahmen, also sogenannte Lockdowns, Schulschließungen, Masken tragen, in diesen einzelnen Städten, wo man das konsequent gemacht hat, zu einem Abfall sowohl der Infektionen als auch der Tödlichkeit geführt haben. Das ist klar erwiesen. Die Mutter der Pandemien, wie sie später genannt wird, befeuert die Virusforschung. Bereits in den 1940er Jahren sind Grippeschutzimpfungen möglich. Auch bakterielle Infektionen können seit Ende des Zweiten Weltkrieges dank der Entwicklung von Antibiotika behandelt werden. Doch mit der Globalisierung im 20. Jahrhundert nimmt die Ausbreitung von Krankheiten zu. Der weltweite Waren- und Personenverkehr trägt dazu bei, bisher unbekannte Keime oder Mutationen von bekannten Erregern schnell in der Welt zu verbreiten. Es gibt Menschen bei uns, die sagen, das Virus oder ein Virus kennt keine Grenzen. Das stimmt so nicht. Das ist zwar politisch korrekt, aber es stimmt nicht. Wenn kein Mensch über eine Grenze geht, geht auch das Virus nicht über die Grenze. Die Frage ist nur, wie wir in unserer modernen, mobilen Gesellschaft sowas realisieren können. 1981 bricht die Immunschwächekrankheit AIDS aus. Der Erreger HIV stammt aus Afrika und wird über Sexualkontakte oder Blut übertragen. 2002. In China wird die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts durch ein SARS-Coronavirus ausgelöst. 2009. Von Mexiko ausgehend verursacht ein Subtyp des Grippevirus die Pandemie H1N1, besser bekannt als Schweinegrippe. 2019. Das SARS-CoV-2-Virus löst die dritte Pandemie aus und führt zu einer globalen Krise. Die Frequenz nimmt zu und auch die Wahrscheinlichkeit, dass ständig neue Epidemien auch ausbrechen, die nimmt zu. Das heißt, wir sind in einem epidemischen Zeitalter angekommen. Überall und zu allen Zeiten ist Hygiene geprägt durch kulturelle Konventionen, wirtschaftliche Interessen und politische Ideologien. Meilensteine der Hygiene erweitern unseren Wissenshorizont und lassen uns heute länger leben. Aber ob gesund oder krank, das ist ein schmaler Grat. Denn Hygiene ist noch immer eine Frage auf Leben und Tod.